Willkommen hier zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ich möchte euch heute hier die Grand River vorstellen. Hier ist der Joinpunkt. Ist hier so ja wirklich eine sehr schöne Karte. Das ist hier gleich unser Pickup hier, wo wir einsteigen können. Der KI fährt hier auch rum. Hier können wir das Wasser kaufen am Tricker. Aber wenn wir woanders reinfahren, weit genug, da können wir uns kostenlos rausholen. Hier wird es wahrscheinlich was kosten. Also hier kann man die ganzen Tore hier aufmachen. Wir müssen jetzt die Riegel hier. Also hin und her gegangen. Jetzt weiß ich jetzt. So, jetzt geht er auf. Ist hier schön animiert, wie ihr seht. Hier die Ballen sind hier ohne Kollision, da kann man durchlaufen. Hier vorne liegen dann immer die Eier. Oder warte mal, ist es ja, war hier. Hier haben wir eine Hoftankstelle. Hier laufen die ganze Zeit die Hühner rum. Hier kann man das Tor mit der linken Maus aufmachen. Da haben wir hier die Stelle hier für die Schafe, wo die Wolle nachher ist. Ja, haben wir die Gülle her. Da haben wir hier die Kuhweide. Ups, da geht das gerade nach innen auf. Hier haben wir die Schafe. Da vorne hier haben wir das Farmsilo. Da müssen wir dann rangehen und dann O drücken. Dann kann man es erst einschalten, wie wir hier sehen. Stop. Dann kann man hier das aufmachen mit R. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir dann dazu kommen, hier sehen wir hier, wir haben hier 30, 34, 35, ich glaube 35 Felder sind das jetzt hier. Dazu gehören auch Wiesen, also die müsst ihr auch kaufen. Und hier gibt es eine riesen Fläche hier hinten, da müsst ihr schon die Bäume durchfahren. Da könnt ihr hier das Ganze hier hinten mähen. So, hier mal ein bisschen Wald. Und da auch ein bisschen Wald, hier ein bisschen Wald. Dann sind wir hier, ist das Silo hier, ist eingetragen soweit. Dann haben wir hier noch, also die 9 Verkaufsstellen haben wir da. Kompost, da gibt es hier auch drauf und für Schweinefutter ja auch eine Anlage. Ein Kompost, da ja, ich weiß nicht, wo man den Kompost hier verkaufen kann, weil er ist hier nicht eingetragen, wie man hier sieht. Das ist schade irgendwie. Ich habe mir das dann mir selber noch nachgetragen in einer XML an eine Stelle. Da kann ich ihn verkaufen. Hier könnt ihr also was für kaufen, aber jetzt was die zwei Silos hier sind, hier gibt es auch einen Tricker, aber wofür? Hochdruckreiniger haben wir hier auch einen. Ich glaube, wir haben sogar zwei. Hier haben wir zwei Keilsilos. In der Big haben wir auch Keilsilo. Hier können wir für teures Geld also flüssig dünner Saatgut und natürlich dünner in Granulat kaufen. Und wir werden jetzt uns jetzt die Karte von oben her anschauen. Die Schweine sind ganz woanders. Die Schweine sind nicht am Hof. Und die einzigen Tiere, die nicht am Hof sind. Wir haben hier noch ein paar Hallen und so. Wie man sieht, haben wir hier auch ein Fahrzeug auch noch dastehen. Wir werden jetzt nochmal hier rüber gehen. Hier ist die Tankstelle. Dann haben wir hier die Molkerei, da kann man die Milch verkaufen. Wie wir sehen. Aus den Strommasten hinten her ist die Kollision draußen. Hier kann man die Viecher einkaufen. Also hier gibt es jede Menge so Teiche, Stümpel ist eine sehr flache Karte. Mit wenig, also Unebenheiten. Hier ist also die Gärtnerei, hier könnt ihr also Gülle und Mist verkaufen, hier ist der Komposter auch. Wie wir sehen, haben wir hier schöne große Felder.
Also jetzt können wir ja noch runtergehen, ob wir hier Missionen machen können. So. Also Missionen kann man leider keine machen, wie wir jetzt gerade sehen. Also BGA ist auch sehr schön. Also wir schauen, wo der Eingang ist. So. Der Eingang ist hier um die Ecke hier. Und hier. Da haben wir auch hier überall. Es ruckt nicht bei euch. Ich bin nur so gelaufen. Immer hier geht der Rundumleuchte. Das Tor geht so von selber nicht auf. Hier haben wir noch eine Tankstelle. Hier können wir auch also Saatgut und Dünger kaufen. Wie wir sehen, mal hier haben wir einen großen Fermentierer. Und hier haben wir hier Keilsilos. Ihr habt bis jetzt da nur mal mit also 4000 Liter mal voll gekriegt. Ah, nicht 4000 Liter, ich meine 400.000 und einen haben wir mit grob fast 1 Million. Also es sind 4 Millionen ungefähr, sollten reingehen. Hier haben wir die Gülle-Entnahmestelle. Und da kann man auch wieder hier mit, also mit der linken Maus aufmachen. Da haben wir eine kleine Siedlung, sehr schön gemacht, wie man ja sieht hier. Überall hier laufen Leute rum. Eine sehr nette Karte ist das. Mir persönlich gefällt sie gut. Ist mal was anderes als wie immer das gleiche. Besonders hier mit der Brücke hier. Schade, dass das hier nicht animiert ist. Die Verkehrsinseln haben da Kollision. Die Tafeln halt an der Seite hier, die Stopptafeln das nicht. Die Laternen haben auch Kollision. Hier haben wir jetzt den Händler. Hier sehen wir ja auch hier das Modding-Team hier. NLD Farmers. Da geht hier das Tor auch so her auf. Hier haben wir, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier war, ich selber eigentlich so her noch nicht so ganz. Also die Tore sind jedenfalls hier animiert. Hier hinten, ah ja, das dürfte noch ein Teil von dem Hof sein. Oder bin ich schon wieder am Hof? Nein. Hier haben wir ein paar Unterstandhallen. Hier haben wir wieder Saatgut und Dünner. Hier haben wir eine Abladestelle. Das dürfte der Hofsilo sein. Und hier haben wir hier wieder eine Stelle, wo man irgendwas holen kann, aber weiß ich jetzt nicht. Nein, Trigger sehe ich hier keinen. Dann ist es wahrscheinlich nur Deko. Überall war ich bis jetzt auch nicht. Also wir sind schon bei uns auf dem Server schon dritten oder vierten Spieltag. Hier haben wir ein Futterlager haben wir hier. Interessant. Dass hier eine Futtermischstation ist hier. Was super. Da kann man nicht durchfahren, da haben sie ein Gitter hingemacht. Sehr interessant. Ja, vielleicht kommt ja noch eine neue Karte raus. Ah, deswegen, weil da hinten eine Ausfahrt ist. Ja, was gibt es hier noch auf der Karte? Also wir haben hier noch ein paar Seen. Wie wir sehen, also mit so einer Insel, wo wir rauffahren können. Jedenfalls schön Wald haben wir. Noch ein bisschen weiter vor. Wir haben hier auch ein Sägewerk, wie wir ja sehen. Gibt ja. Mal schauen, dass wir hier ein bisschen nach unten kommen. Da haben wir
Ihres Sägewerk, da kann man hinten wahrscheinlich Hackschnitzel verkaufen. Das habe ich bis jetzt noch nicht hier gemacht. Wir haben ja noch ein Sägewerk hier. Hier sind wir jetzt beim Händler. Da stehen meistens die Fahrzeuge drinnen. Hier vorne kann man sie verkaufen und optimieren. Und hier hinten, komischerweise, ist auch nochmal so ein Trigger. Dann haben wir, wie man sieht, hier jede Menge Bäche. Und das Schöne ist, hier ist das schön animiert, hier das Wasser, dass hier schön reinpluppert. Muss ich noch mal kurz schauen, wir haben hier irgendwo eine Stelle, das ist die Tankstelle. Wo sind jetzt hier die Schweine? Hier hinten haben wir den Eierverkauf auch. Auch lange gesucht haben wir. Hier haben wir eine Verkaufsstelle. Jetzt sehen wir, hier haben wir die Eier. Hier haben wir auch einen Bankomaten. Kann hier gut Geld verdienen, also mit BGA, und wenn man den Verkauf hätten für den Komposter, dann könnten wir ja auch anständig Geld verdienen. Ich habe hier noch die Schweine, noch zu schauen, wo die sind. Hier ist eine Verkaufsstelle. Da ist der Komposter. Müssen wir schauen. Muss hier irgendwo muss dann noch ein Sägewerk sein, das weiß ich noch. Hier vorne haben wir eine Mühle als Deko. Und hier sind die Schweine. Hier haben wir eine große Fläche für platzierbare Objekte, wie man sieht. Also hier sind die Schweine, hier ist auch die Schweine, die Mischfutteranlage. Wie wir hier sehen. Dann kann man hier so richtig rangehen mit F. Da sehen wir hier was mal reintun müssen, auch Wasser. Also mit F1 wollte ich sagen. Dann haben wir hier vorne her, da haben wir so eine Biomasseanlage. Da kann man hier also das Hackschnitzel verkaufen und halt Bretter vom Sägewerk. Und hier ist immer wieder, wo ich davor war. Und schauen wir uns hier gerade jetzt mal von oben her komplett mal so an. Ich finde, die sieht sehr schön aus. So, da schauen wir jetzt noch gleich, was wir hier in der Garage haben. Wir haben hier einen New Holland 8340. Dann haben wir hier zwei Case 1455 XL. Dann haben wir einen Case Drescher, einen kleinen, dann das passende Schneidwerk dazu, einen kleinen Drehschemelhänger, einen Grupper, eine Saatmaschine mit direkt dünne Funktion, dann haben wir ein Pickup, dann haben wir zwei Kercher. Das war's ja schon, was wir haben. Ja, wenn euch die Map-Vorstellung gefallen hat, dann schaut sie wieder rein, würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.